Meine Freunde, damit herzlich willkommen zurück hier zu Agendorf 2-2 LS15 zusammen mit Tino und Freezy. Hallo. Moin. Okay, ich werde auch mal auf so einen krass bekannten YouTuber machen. Ja. Mein Name ist Manus. Was mich mal interessieren würde, vielleicht weißt du das ja. Nee. Danny? Ach, ja, ja, genau. Deutschlands dümmste Anmoderation. Mein Name ist Danny. Das ist ein Klapsklan, Alter. Ist das? Strange auf jeden Fall. Das ist ein bisschen strange. Danny Burnage, da war damals so COD-YouTuber. Ich weiß gar nicht, was der heute mittlerweile macht. Ich glaube, der macht auch Lifestyle. Mittlerweile. Okay. Ja, die COD oder reines COD. Kommen alle irgendwie. Ja, ja, das war eigentlich nur ein reiner COD. Ich weiß nicht, der hat ja auch mehrere Kanäle, das ist ja bei uns im Netzwerk. Der hat auch mehrere Kanäle. Ich glaube, der hat so sein Gaming und dann hat er noch sein Real Life oder Gedönsel da halt, sein Lifestyle gedönt. Ich glaube, sein. Was? Achso. Und ich glaube, der Lifestyle-Kanal ist mittlerweile der aktivere. Ja. Die machen alle. Die fangen alle an mit COD und dann rutschen die in die Lifestyle-Schiene, wa? Ja. Weil das gleiche Publikum ist. Ja. Das ist meine Scheibe dreckig ist. Das, weil das größtenteils das gleiche. Ich meine, gut, ich weiß nicht, alle COD-Spieler über den Kamm schauen, aber gerade diese Hardcore-COD-Kanäle, die da hochgeschossen kommen, haben natürlich auch eine relativ sehr, 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 sehr junge Zuschauerschaft, die es natürlich feiert, wenn das Spiel erst ab 18 ist, das interessiert ja keinen. Und wenn die dann natürlich von COD umschwenken auf irgendwelche, ja, ich spritze meine Freundin an Prank, dann ist das natürlich die gleiche Zielgruppe oder die gleiche Interessensgruppe. Wissen Sie ja, sonst würden Sie ja bei Null anfangen. Sonst müssen Sie bei Null anfangen und von daher, ja, ist da halt Lifestyle halt. Ja. Lifestyle kommt immer an. Aber ich hab die Tage einen geilen Prank gesehen, der war richtig gut, Alter. Da war ein Typ. Es gibt auch richtig coole Pranks. Das war ein Ami. Der hatte sich für sein Handy eine App runtergeladen, die so Geräusche macht. Und der hatte dann das Geräusch Rasierer genommen, weißt du, Elektrorasierer. Und geht damit auf die Straße und geht so zu einer Frau und macht mit dem Handy so. Und dann kommt dieses Geräusch, Alter. Was, die Amis, generell die zu Leuten, ja. Ja, kenn ich. Die Amis, die flippen aus, die klatschen den einen, drehen sich um, treten sofort, Alter. Ja. Das ist unfassbar, ey. Aber war gut gemacht, war lustig. Das hat schon aber erst auf deutschen Böden gesehen. Ja, auch? Okay. Ja, ich glaube, von diesem Leon Mascherch. Der hat das auch gemacht. Wie gesagt, es gibt auch wirklich gute Pranks. Ja. Aber gut, alle Pranks, die du hier siehst, waren vorher schon in den Staaten drüben. Weil die kopieren das einfach nur insta-insta, das war's ja. Ja. Aber das, ich glaube, hier bei uns sogar, ich glaube, da sogar auf die Fresse gekriegt, wenn ich nicht alles da so. Ja? Ja, na, ich glaube, das war jetzt hier so ein Made My Day, hat einfach so die 10. Also Made My Day ist ja auch so ein Kanal, der immer hier 10 von da und 10 hier und so weiter. Und die hatten jetzt erst sowas gemacht, die 5 Pranks, 5 deutsche Pranks, die fehlgeschlagen sind oder so. Da war halt dieser Rasier-Prank von diesem Leon Mascher halt auch mit dabei. Ich glaube, da ist einer. Also irgendeiner, bei dem es, der da aus Zufall gekommen ist, hat halt gedacht, das ist echt, da ist da halt auch richtig ausgetickt und wollte den scheinbar richtig eine vor die Oma hauen. Alter, wenn dir einer ein Tag geht, ey. Ja klar, ja. Was willst du verzählen? Randy! Oh, ja, Entschuldigung. Alter, Junge! Das ist ja Absicht, was du da machst. Nee, ich hatte gedacht, ich hätte da noch mehr Zeit. Junge. Ich hatte gedacht, also ist ja auch noch in Ordnung gegangen, ja, aber ich hatte gedacht, gut, mal tippst du kurz an, der geht schon von alleine rüber, aber da musst du dich nochmal mitlenken. Ach ja. Ja. Krasse Sachen. Krasse Sachen. Ja, aber ansonsten ist soweit, wie gesagt, noch alles wieder, also bis auf, wie gesagt, die Themen, die wir jetzt überhaupt abgehandelt haben, ist es ruhig. Ist auch mal schön, wenn es ruhig ist, jetzt ist ja eh Sommerloch. Und Ferien. Oder Ferien halt, ja, das ist natürlich ganz klar. Ich meine, jetzt kommen noch ein Haufen Sommerpranks. Sind eigentlich schon alle Bundesländer angekommen mit Ferien mittlerweile? Ach, Gottes nee. Willen. Nordrhein-Westfalen hat auf jeden Fall noch nicht. Ne. Und also, es gibt das Schlimme, manche ziehen erst jetzt, also manche ziehen jetzt gleich in den ersten 2 Wochen, manche erst Mitte, manche sind ja Ende Juli dran. Ich glaube, Bayern sind ja eh wieder die Letzten. Ich glaube, die ziehen erst so Anfang August, zieht Bayern, glaube erst in die Sommerferien, ey, wenn mich nicht alles täuscht. Das verstehe ich auch nicht.
Warum das nicht einheitlich ist? Ja, das gleichen die ja jetzt an bis 2020. Ich glaube, bis 2020 wollen die das ja angleichen. So gibt es in Deutschland kein einheitliches Schulsystem und keine Einheit. Das verstehe ich nicht. Jeder darf immer seinen eigenen Forts machen, ne? Richtig. Aber wie gesagt, bis 2020 wollen sie das ja angleichen. Da sind wir jetzt schon dabei. Deswegen sind ja jetzt beispielsweise die Ferien dieses Jahr schon relativ früh. Also jetzt im Vergleich, ne, wenn Gamescom halt ist, ne, haben halt 6 Bundesländer schon wieder Schule. Und das wollen die bis 2020 halt alles so angleichen, dass dann entweder alle, ich weiß gar nicht wie das war, alle gleichzeitig Ferien haben oder halt versetzt mit maximal einer Woche. Ja. Das weiß ich nicht. Aber da gab es ja auch wieder Prozesse, als wir gesagt haben, und das für den Straßenverkehr und bla 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 bla. Ich meine, ab du nur einmal einen Tag hast, wo gar nichts mehr geht, oder ab du dann alle 3-4 Wochen Tage hast, wo gar nichts mehr geht, dann lieber alles mit immer. Und dann ist es weg und fertig. Ja. Weißt du, da hast du im Endeffekt zwei Ballungstage, wo man auf dem deutschen Straßenverkehr gar nichts mehr geht wegen Ferien. Dann hast du aber auch in der restlichen Zeit Ruhe. Ich finde das jetzt auch nicht so dramatisch, mein Gott. Nee. Ich weiß nicht, aber... Es gab halt wieder so ein Aufschrei, das könnt ihr doch nicht machen. Geht doch nicht. Ja Gott, sollen sie mehr fließen? Ja, zum Flughafen fahren. Ja. Schön, trotzdem. Ist eine kürzere Strecke wie hier über die Autobahn. Entschuldigung. Ja, gut, kacke ist es, wenn dein Flug dann verpasst oder so. Ja, gut, ja. Aber ich meine, du kannst ja Ferien haben, wie du willst. Gibt ja solche Eltern, die ruppen ihre Kinder 2 Wochen noch vor den Ferien aus der Schule raus, weil sie unbedingt mit dem fliegen wollen, weil es dann billiger ist. Ne? Geiz ist geil. Ja klar, das sind viele, da beklagen sich ja auch immer die Lehrer logischerweise darüber, dass die Eltern einfach ihre Kinder halt vor den Ferien aus den Schulen rausziehen, dass sie eher fliegen, weil es dann billiger ist. Geht das mit der Schulpflicht und so? Eigentlich nicht, aber die lassen sie halt krank schreiben oder was weiß ich halt, ne? Hallo. Okay. Das kenne ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob es das bei uns auch gab. Ach, natürlich nicht. Also gerade zu deiner Generation, selbst wo ich noch zur Schule ging, war das nicht so der Fall. Und auch. Ja, zu meiner Generation war die Mauer schon weg. Man konnte schon in den Urlaub fliegen. Nee, aber das hat wohl, wie gesagt, allgemein in den letzten Jahren so vermehrt zugenommen. Mauerfall eingeschult worden. Sehr schön. Naja, das hat, wie gesagt, die letzten Jahre auch wieder scheinbar massiv zugenommen. Weil den Eltern das dann auch egal ist, weil es geht ja ums Geld, ne? Und da kann das Kind auch mal eher aus der Schule. Ja, manche können sich vielleicht auch nicht leisten, ne? Ja, das ist aber halt auch so die Sache, die ich dann sage, wenn ich mir einen Urlaub nicht leisten kann oder gerade so leisten kann, dann muss ich nicht in den Urlaub fliegen. Ja, aber oder? Nur wenn du 3 Wochen später fliegst, 1000 Euro mehr zu bezahlen, ist halt auch hart, ne? Ist halt, ja gut, das ist auch wieder so. Aber Schulpflicht ist dann, ja, kommt halt wirklich, wie gesagt, wirklich drauf an, wenn sie dann ihre Kinder abziehen, obwohl da, was weiß ich, noch irgendwas ist, beispielsweise an Prüfungen oder sonst was, dann ist das Abfuck fürs Kind. Na klar. Aber wenn natürlich dann manche Schulen, die sagen dann ja in der letzten Schulwoche, die da ist, ach komm, dann ist es natürlich auch Latte. Sind doch gerade hier den neuen Mindestlohn am Ausdiskutieren, oder nicht? Ja, Alter, das ist aber auch wieder so die... Also das feiern die ja jetzt schon wieder so hart hoch. Und das ist aber... Die gehen von 8,50 Euro diskutieren sie jetzt auf 8,84 Euro. Das ist euer Ernst? Ja. Das ist momentan wirklich in der Diskussion. Von 8 Euro von zum 1. Euro. Zum 1.1.2017, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, irgendwie sowas, ja. Von 8,50 Euro auf 8,84 Euro oder 74 oder irgendwie sowas in der Art. Und das feiern die ja so hart, wo ich mir denke, Alter, das ist nicht. Nee. Okay. Ja. 34 Cent? Ja, also Gewehr jetzt aber, schlimm in der Richtung ist das. 160? Ja. Drin? Keine Ahnung, hat jemand Taschenrechner? Handy-Licht auf dem Bett. 50 Euro circa. 50. Echt? Sag nochmal, wie viel? 160 mal 34. €54,40. Top. Wahnsinn. Ja.
wäre mal, ne, das, deswegen können die Politiker gar nicht verstehen, ne, warum die Leute da nicht feiern. Das ist denen. Was wäre teurer? Ja, das stimmt. Das wurde noch nicht so ganz geklärt. Hammerhart. Naja. Ist schon geil, ne? Also Politik ist wirklich schon geil. Also machst es ist minimalste oder so und denkst, du hast da irgendwas erschaffen. Hast du die Welt ein Stück besser gemacht? Was ist denn? Es gibt noch irgendwo Mindestlohn. Norwegen, Schweiz, Österreich, weiß nicht. Irgendwo gibt es noch einen Mindestlohn, der liegt, glaube ich, bei 12 Euro oder so. Ja. Ich glaube, in Skandinavien allgemein, es gibt viele Länder Mindestlohn oder so. Und ich glaube, Norwegen oder Skandinavien sind, glaube ich, die glücklichsten Menschen laut Umfrage, ne? Ja, gerade die Leute aus den skandinavischen Ländern sind mit denen oder glücklichsten, ja. Deswegen überlege ich, ob ich dahin auswandere. Das sagt man aber auch immer, wer ist noch so jung wie du? Ich werde auswandern. Ja, ist immer einfach gesagt, ne? Ja, das habe ich auch gesagt. Ich dachte, Opa, klar, recht hast du. Aber so einfach ist es halt nicht. Ich meine, wie gesagt, die Geschichte hier von Alex, danach, der vor über 10, 15 Jahren jetzt mittlerweile in Kanada lebt. Ja, also wenn ich jetzt immer mal den mit dir... Den würde ich gerne mal einladen, ey. Das ist ein cooles Thema. Kann ich gerne mit ihm reden. Das Problem ist halt nur, ne, andere Zeitzone. Ach so, bei ihm ist... Ja, jetzt, wohl hin. Ja, das ist, bei denen ist jetzt... Also müssten wir mal früh aufnehmen, dass bei ihm Abend. Genau. So, ich glaube, so um 7, um 8 Uhr rum ist bei denen so kurz vor Mitternacht oder so, irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube, die hängen 8 oder 9 Stunden hängen die zurück oder so, genau, ne? Wenn ich beziehungsweise müssten wir, na gut. Na, also er, sag mal so, er streamt halt früh. Ne, da ist bei denen irgendwie Abend. Also so, ich glaube, so um 11, um 12 rum oder so geht's bei denen dann schon so 3 Uhr nachts oder irgendwie sowas ist dann bei denen, keine Ahnung. Schon mal mit so ein bisschen mit ihnen quatsche. Ja. Wie gesagt, wenn ich halt mit ihnen immer so quatsche und auch so dementsprechend erzähle, tschüss Freezy. Dementsprechend so erzähle. Was? Hättest du nur warten können bei 15? Freezy? Hallo? Ja. Wie sie? Ja. Jetzt? Du hast geleckt wie Sau. Ja, keine Ahnung, was hier los ist. Schon wieder. Hast du. Oh Gott, Randy, was ist denn das? Hast du den vom Server jetzt geschmissen, Randy? Nein, ohne Scheiß. Er ist gegangen. Und ich habe nur noch verstanden, ist das gerade dein Ernst? Ich glaube, sein Internet spastet gerade ab. Ich glaube, er diskutiert mit seiner Stecke. Oder mit seinen Mutter oder was? Wo ist er denn? Er ist bei seinen Eltern. Und sein Sohn. Also sein Sohn ist, der ist irgendwie bei seinen Eltern. Ich habe nur noch mitgekriegt, dass vom Server disconnected. Da hat er irgendwie sowas gesagt, wie ist das gerade ein Ernst? Hättest du noch bis 15 warten können oder so? Ja. So, wieder da. Hallo? Ja? Ja? Warum kickst du mich denn? Ich hab dich nicht gekickt. Naja. Freezy, kannst du in der Aufnahme sehen, ich habe dich nicht gekickt. Ja, nein, ich hatte hier Internetprobleme, Mann, alles cool. Ja. Ich hatte schon gedacht, ja, keine Ahnung, Mutti hat jetzt einen Stress gemacht. So, du machst jetzt hier erstmal sauber, Internet weg. Ja. Aber auf jeden Fall, auf den Gottes zu kommen, wie gesagt, wenn ich mit Ida halt immer mal so quatsche und er fragt halt so, ne, was ist so bei uns im Land, also ne, YouTube ist natürlich vorwiegend, aber auch allgemein, wie sieht es bei euch so im Land da aus und politiktechnisch, da sagt schon, ja, ich weiß schon, warum ich ausgewandert bin. Was? Ja, ist schon cool. Gerade jetzt hier, wo die Diskussion wegen der EM da stattfanden und alles, und habe auch gesagt, alter Schwede. Ah, krass. Ah nee, das habe ich auf Twitter geteilt, der hat das kommentiert. Weil, wir wurden das, bevor wir gegen Italien gespielt haben, haben wir gegen... Wen haben wir da gespielt? Gegen Polen. Gegen Polen, ja. Und da ist auf Twitter im Endeffekt, mach's kurz in Kurzform, auf Twitter halt im Endeffekt hier Nationalhymne getrendet. Da ging es halt darum, dass halt deutsche Fans im Endeffekt nach dem Sieg die deutsche Nationalhymne halt gesungen haben. Und da haben sich halt, da haben halt welche getwittert, so als wir gesagt, oh, ist das schrecklich und da mache ich lieber leise und oh, da wird es mir ganz unheimlich, die deutsche Nationalhymne wird gesungen. Und sowas, das habe ich halt
Dann habe ich halt retweetet, also irgendeine, die das da geschrieben hat, hatte ich retweetet und habe ja dann geschrieben, ja, wenn Dummheit keine Grenzen kennt, schreibt man sowas oder so. Ja. Sollte man ja eigentlich nicht machen, wenn man, okay. Aber das ging ja nicht anders, weil so viel Dummheit, sorry. Also da kann ich mich auch da politisch da gerne mal einwischen. Aber Füße hat schon wieder den Server verlassen. Ja, ich glaube, wir sind eh durch, oder? Ja. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, gebt das Däumchen nach oben. Wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann am Montag wieder, wenn ihr mögt. Einen ruhigen Sonntag wünschen wir noch. Und in dem Sinne, haut rein. Tschüss. Tschüss.